keinen Strom mehr haben, ne, dann ist das schlecht. Aber jetzt können wir mal runterfahren ein Stück. Jetzt ist es mir mal wieder grün. Das ist der Erdkern und ich kann nicht tiefer, kann das sein? Wahrscheinlich, ne? Bin gespannt. Noch fährt er. Kein Abgrund. Doch, da ist ein Abgrund. Mal reingucken, oder? Da geht es noch ganz schön tief runter. Lass uns da noch mal bohren. Er bohrt sich durch, obwohl es hier sehr schwer wohl ist. Da ist noch eine Etage tiefer. Und da hinten ist der Kern. Da müssen wir hin. Okay, dann hat es geklappt wohl. Dann sind wir jetzt im Zentrum. Erstmal ein bisschen Material, um mal weiter runterzukommen, ne? Fahren wir noch ein Stück runter, ne? An dem Teil kann ich so lang laufen? Okay, sehr interessant. Ich glaube, ich muss an mein Auto dran. Wegen, ne? Boah, geschafft. Okay, da dreht sich irgendwie was dann.
Ja, das ist sehr interessant. Ja, das gucken wir uns dann an, wenn wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Alles klar, ich würde erst mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Freut euch am nächsten Projekt. Treibstoff haben wir, Nahrung haben wir. Jetzt ist die Frage, was wir hier weiter noch machen können. Truppe bearbeiten. Die sind alle drei verletzt. Neue Truppe erstellen. Das ist ein Kundschafter. Ja. Soldateninfo. Was haben wir hier? Ein Sanitäter. Okay, wäre auch gut. Wen haben wir hier? Grenadier. Wäre auch gut. Ups. Aber besser wäre, wenn wir mehr Soldaten haben, ne? Mit drei Leuten brauchst du nicht losziehen, oder? Und die Russen sind 234 Kilometer entfernt, oder wie sehe ich das? Nachrichtenprotokoll. Begib dich nach Moskau, um Lager zu treffen oder Ratgeber zu fungieren. Auch hier kann ich die einzelnen Wagen auch aufrufen. Sind immer noch alle drei verletzt. Aber das geht hier langsam hoch, glaube ich, oder? Bei ihm jetzt hier, glaube ich, am langsamsten. Ah, er ist gerade einen Sprung gemacht. Wir müssen gucken, dass die gesund werden erstmal. Anders hat das keinen Sinn. Könnte natürlich auch fahren dahin machen, ne? Tja. Ja, wir fahren jetzt erstmal. Da waren ja keine Aktivitäten mehr möglich. Stand da auf jeden Fall, ne? Dann ist es wohl erstmal erledigt, oder? Haben noch zwei Verletzte. Ja, mache ich doch hier, ne? Jetzt ist nur noch einer verletzt, sehr gut. So, da kann man sogar zugucken, ist ja cool. Wo müssen wir denn hin? Oh, die. Ich hoffe, das ist das Ziel und nicht der Feind. Okay, der ist schon mal weg. Einkaufsliste. Du wurdest im Majorgasse Büro gerufen. Hauptmann, wie bekannt ich. Okay, einige unserer wichtigen Vorräte zu nahe, was wir uns in. Konnten wir unsere Lagerfahrt nicht erreichen. Okay. Gut. Dann müssen wir hier irgendwo jetzt anhalten, oder? Ich würde aber erst noch mal über die Brücke fahren wollen. Den Zug halten wir mal an, ne? 163 Kilometer da. Ja, aber ich würde sagen, machen wir erst hier einen Cut. Schauen zu, dass wir ins Dorf kommen bei der nächsten Folge, ne? Und ihr guckt weitere Projekte noch. Bis dann.
Dann müssen wir von hier aus nach darüber bauen, so einen Deich hier, dass es überlaufen kann. Atta ist 40, lebt in Hütte, arbeitet in Sammelfahne. Hunger, Karotten, Sonnenblumen, Grillkartoffeln, Lagerfeuer, Dachterrasse, Ort der Einkehr, Agora. Okay, da müssen wir noch ein paar Sachen mehr kriegen hier mit der Zeit, ne? Ah, das ist jetzt aber gerade nicht. Wir müssen erstmal unser Wasser. So, das blockiert jede Wasserzufuhr, steht da schon mal. Vielleicht müssen wir hier dann nachher noch gucken, dass wir da nicht so einen Überlauf machen wie hier, sonst geht es vielleicht neben. Sondern da machen wir so eine Kiste auch hin vielleicht. Wir müssen hier definitiv noch ein Feld anlegen. Fertig gewachsen in 12 Tagen. Fertig gewachsen in 7 Tagen. Aha, Zapferhütte. Dann geht er schneller. Die Kastanien können wir trotzdem anpflanzen, einfach aus dem Grund, weil wir da ja auch was brauchen von, ne? Und wie sieht es hier aus? 9 von 12. Hier sind wir jetzt bei 89%, 92 sogar schon. Ja, wird schon mal was. Und dann gibt es gleich mal 8 Holz, ne? Wenn das hier unten schnell wächst, aber nicht so viel bringt. Nur 2, aber das ist besser wie gar nichts momentan. Jetzt sollten wir die auch anpassen, dass wir das Holz hier noch kriegen. So, da kommt ein Arbeiter zum Dammbau und das ist das Letzte. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er überschwappt. Doch, er schwappt über. Aber nicht hier. Oh, doch, da. Das ist nicht so schön. Das passiert vielleicht dann auch hier, ne? Das bedeutet, den reißen wir mal ab. Weil da oben muss definitiv dann so ein anderer hin. So, die nächste Dürre steht an. In 3 Tagen. Bis dahin haben wir unseren Damm aber nicht fertig. Weil Hochholz eine Schwierigkeit wird, ne? Ah, es überflutet jetzt hier auch. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben das ja hier so gemacht, dass es klappt. Das sieht erstmal gut aus, oder? Kriegen wir das hin? Ich glaube schon. Und mal schneller. Wieder erwartend haben wir gerade viel Holz. Wahrscheinlich sind die ersten Eichen fertig, kann das sein? So, jetzt wird spannend. Beziehungsweise, nee, wird nicht spannend, weil. Ja, hier sind die Eichen fertig. Da gibt es jetzt ordentlich Holz. Was haben wir hier? Oh, Sauerstoffmangel. Kapseln.
Holz. Nochmal Holz. Da ist ein böser Fisch, dann will ich da gerade mal nicht hin. Was ist das? Munition? Brauche ich die? Ich glaube nicht, oder? Ne. Ist hier noch irgendwo was Schönes? Da ist ein böser Fisch. Und da ist auch Sauerstoff. Ich glaube, den nehmen wir auch mal gerade auf. Dann sind wir wieder voll. Das war doch gerade das Symbol, oder? Da ist es. Was ist hier? Ach, dieser kann ich absägen. Nee. Ach, hier unten, die sind es. Aga Aga ist das. Und da komme ich nicht mehr hoch. Hier war irgendwo Sauerstoff, den nehmen wir dann nochmal. Mal wieder volle Luft. Da unten wäre eine Waffe gewesen. Komme ich da hin? Von hier aus? Ja. Okay. Selber eine Schüssel und hier kriege ich jetzt eine Waffe. Ah, meine zweite Blaupause könnte das sein, oder? Ja, vielleicht muss ich sie auch mitnehmen. Einfaches Unterwassergewehr war doch nicht das, was ich wollte. Was ist das jetzt? Ah, nee, dann nehme ich die. Sauerstoff wird jetzt knapp. Ach, der ist böse da, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir den gerade umgehen, um an den Sauerstoff zu kommen. Okay. Da komme ich nicht weiter. Jetzt muss ich gucken, wo der Fisch ist, der Haifisch oder was auch immer ist, ne? Der schwamm auf jeden Fall hier rum, da ist er. Oh, ich glaube, der hat uns gemerkt, oder? Ne, doch nicht. Hier ist noch was Schickes zum Aufheben. Noch eine silberne Schüssel. Jetzt müssen wir noch ein paar Fische haben. 46er Luft nur noch. Da ist ein böser Fisch, aber da unten ist auch Sauerstoff. Oh, da ist ein Kochtopf, den nehmen wir mal. Da sind Zutaten bestimmt drin, oder? Da haben wir Salz. Nehmen wir den noch mit. 500 Gramm können wir noch. So, da haben wir das Sisselfall, das zweite. Und jetzt können wir dann wahrscheinlich was bauen, ne? Perle ist neu, Schrott ist neu. Ja, einiges ist hier neu. 14 von denen, 10 von denen. Agar, Kajimealge, Seetank und Salz. Es ist schon Abend. Ich bin ziemlich müde, aber Bancho arbeitet allein. Ich sollte ihm helfen. Mit nur zwei Leuten alles im Laufen zu halten, ist nicht einfach, vor allem wenn man mehr Gäste kommen. Auftrag zu wenig Angestellte. Schließt den Tag ab, aber hat alles vor. Ja, den Tag schließen wir ab, aber das machen wir nach dem Dingens, nach dem Speichern. Ne? Wir machen jetzt wieder einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freut euch fürs nächste Mal drauf und dann guckt das letzte Projekt auch noch an. Festigung Auerochsenweide, Aufgaben deaktivieren. Altikrautverzüchter Baum. Oh, da ist nichts, was ich brauche. Da war auch nichts, was ich brauche. Hier ist eigentlich alles noch nicht, außer Lagerhaus und Transporteur, Wasser. Militär, Torhaus. Treppe und Befestigungsanlage. Nee, das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Haben wir schon Stadtschrei? Ich weiß es nicht.
Jenseits. Sonstiges hier. Jenseits müssen wir noch das Massengrab haben, ne? Haben wir schon eins? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war hier, ne? Oder? Nee. Ja, gestaltet sich alles etwas schwierig. Ich glaube, wir machen das Massengrab mal hier hin. Diese Aufgabe benötigt eine Ressource, die in eurer Stadt nicht verfügbar ist, bevor sie ausgeführt werden kann. Okay. Steine fehlen. Ne, Steine haben wir 14. Stühle haben wir nicht. Hier wird was gemacht oder nicht? Der Weg wird instand gehalten. Okay, sehr interessant. Zimmermann. Werden denn hier Stühle hergestellt? Das ist die Frage. Wahrscheinlich ja. Stellt Möbel her. Haben wir denn hier Listen in der Liste Stühle? Nö. Tagesproduktion 0,47. Also werden welche hergestellt, oder? Gute Frage, ne? Verbesserung 01. Benötigt den ich schicke Feuerstelle. Dann brauchen wir solche Sachen dafür. Okay, die haben wir wohl nicht. Stein ist da noch. Okay. 41 Steine liegen da rum. Lassen wir gerade ganz schnell laufen wegen den Steinen. Wegen den Stühlen, wegen den Möbeln, dass wir sehen, dass wir ein Möbelstück kriegen. Produzieren die welche? Das ist die Frage. Warte, wir haben gar keinen Lagerort dafür. Wo ist denn unser Lager? Da müssen wir natürlich auch sagen, dass wir es einlagern können, ne? So, da haben wir eine Kiste jetzt auch für Stühle, ne? Da müssen wir sowieso noch dran. Brot haben wir nicht, Fisch haben wir nicht, Fleisch haben wir. Rationen haben wir noch nicht. Getränk. Früchte. Hier haben wir auch keine Kiste für, oder? Gemüse haben wir doch auch. Komm, das machen wir auch. Einen plus. Ach, geht nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon voll. Ich glaube, das Lagerhaus ist schon durch. Noch nicht zwei Lagerhäuser? Hier ist noch ein Lagerhaus. Ach, hier hat man die Früchte drin. Okay. Stein. Machen wir mal eine Kiste auf, oder? Kraut, Opiat, Stilion, Erz, Stoff, Metall, Töpferwaren. Das haben wir alles nicht. Fleisch haben wir in dem anderen. Rationen haben wir nicht. Holz haben wir in dem anderen. Leben brauchen wir. Oh, warte mal, das ist hier jetzt zu viel gewesen. Da müssen wir hier nur eine 1 ziehen. Leder, Erz. Möbel, Papier und bearbeiteter Stein, okay. Dann müssen wir gucken, dass das was wird, oder? Holz wird auf jeden Fall gerade eins weniger. Machen wir schneller. Okay, hier oben passiert was. Steine haben wir wohl genug. Es ist nur die Frage, gibt es auch irgendwann hier aus der Schreinerei auch was anderes wie. Was produzieren die denn jetzt hier? 113.
Ihr braucht 4,5 Holz dafür, das ist aber nicht das Problem.